Und ein Lunasplitter. Nochmal. Shit. Aber es ist schön, wie ich hier Schaden mache. Es ist mal schön, ein bisschen Schaden drücken zu können. So. Jetzt kommen wir auch da oben an die Truhe ran. Vor allem mal. Könnte auch mal ganz nützlich sein. Haha. Offnen. Eine Mega-Potion. Wow, man kommt im Grunde erst so spät hier hin, weil man ja nicht fliegen kann bis zu dem Zeitpunkt. Und dann eine Mega-Potion. Achso, kann ich nicht. Ich habe nicht genug MP. Oh, drop, drop. Pyro-Splitter. Wie gesagt, ich wollte euch, glaube ich, auch mal die Dings zeigen. Also die ganzen Beschwörungen. Das sollte man vielleicht auch mal tun. Ein Dönersplitter. Stimmt, also von MP und Energie her bin ich eigentlich jetzt gerade auch schon ziemlich zufrieden. Und hier ist, glaube ich, ein guter Moment, wo ich mal zeigen kann, komm, wir holen mal Genie. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Simba habe ich euch ja schon mal gezeigt. Der brüllt einfach durch die Gegend. Aber Genie habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Schosch! Weiß gar nicht, machst du auch mal irgendwas? Ey. Ich meine, ich one-hit hier gerade nur alles, aber irgendwie. Ach, er kann das nur, wenn ich jemanden anvisiert habe. Auch nicht schlecht. Ach, Geistesblitz, genau, das war eine Kombination aus Blitz. Eine Kombination aus Blitz, Gravitas und noch irgendwas. Boah, ich brauche unbedingt diese ganzen hochwertigen Materialien mal wieder. Also so Geschichten wie Mithril und sowas. Warum muss man da nur so schwer rankommen? Hier waren auch schon mal mehr Gegner. Ich bin eigentlich gerade nur durch die Gegend, weil ich einfach auf der Materialiensuche bin. Ganz vergessen, da ist ja auch noch was. One Hit, wow. Nein. Hoch da. Und klick, klick ist wahrscheinlich eh nur was Nutzloses. Eine Postkarte. Wow, ja gut. Kann ich auch dann gleich nachher, wenn ich auf dem Rückweg bin, einschmeißen. Eine Pestkarte, na, schönen Schrank auch. Whee! Also Gleiten ist eigentlich was ziemlich Witziges, wie ich finde, aber ich glaube, da bin ich der Einzige. Zumal, wo ich jetzt hinkomme, da kann ich so ein klein bisschen, ich weiß nicht, ein Level wäre vielleicht noch ganz sexy irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass ich das hier kriegen werde. Wow, ich... Ah, Zenitsplitter. Das ist gut. Geld, 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 Geld. Vielleicht soll ich bei den Freaks auch nochmal vorbeischauen. Vielleicht haben die ja noch was. Ich weiß ja nicht. Manchmal haben die sowas. Einfach irgendwie Spendierhosen oder so. Du lebst auch noch, oh mein Gott. Bitte. Und du Nervbacke. Okay, don't care. Ich dachte, die haben irgendwas Wichtiges zu sagen. Schade, leider nicht. Nix für mich. Boah, ich find's immer krass, wie die Frames bei mir in den Keller gehen. Hey. Zeug, Zeug. Boah, ich weiß noch, was ist das denn?
Ohne Protestkette. Ich weiß, die Gegner haben nur ganz geringe Chance, solche Gegenstände zu droppen. Auch wenn das im Grunde was total Wertloses ist, aber man kann es verscheuern. Das ist ein bisschen Geld. Und. Dibidibidim. Gab's da noch mehr von? Flump. So. Gab's hier noch mehr? Hier ist noch was. Bam. Ah, lass mich raten. Das hätte ich mir auch zu Anfang holen können. Deswegen ist es was ziemlich Wertloses. Ja, ein Camper-Set. Ganz ehrlich, ich finde mich irgendwie nie wieder, diese Dinger mal zu benutzen. Seed-Splitter und Airdrop Rubinsteine. Das ist eigentlich was Gutes. Was hat das nochmal mit dem Strom auf sich? Noch verschlossen, super. Ich darf. Oh. Haha. Jetzt nicht mehr. Ha. Habt ihr nur davon? Dann gehe ich halt hier rum. Kann ich gleich die Post, die Pestkarte einwerfen? Ah, eine Mega Potion. Na schön, danke auch. Achso, ich habe gar keine mehr. Will ich nochmal. Ach, ich guck nochmal bei den Kiddies vorbei. Vielleicht haben die ja noch irgendwas. Hui! Vielleicht habt ihr ja irgendwas Neues für mich. Ein Pentastab! Nee, mal besitzt Schalke mal physisch. Okay, das ist so, ja, Pentakill. Kampfstab, Hammerstab. Nö. Ihr habt doch nichts, was mich interessiert. Naja. Ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn nicht, wieso man Donald offensiv ausbauen soll. Sprich, ihn daraufhin ausbauen soll, dass er auf die Gegner zuläuft und die Scheiße aus ihnen rausprügelt. Ich verstehe es nicht. So. Aber wir fliegen erstmal weiter, bevor wir das nächste Mal wieder da oben hochgehen, weil ich glaube, das hier hat es jetzt nämlich nicht so hart gebracht. Dann in die neue Welt. Bisschen. Ich sag's nicht, Donald, wer weiß, was dort erwartet. Vielleicht sogar wertvolle eine oder andere Welten zu finden. Wow. Goofy, Goofy. Ganz ehrlich, nö. Ganz ehrlich, nö, Goofy, nö. Goofy und Doland, oh, Doland, ey. Ich wusste bislang nichts von Doland. Wer das kennt, ey, von euch? Alter, ich hab mir da mal ein paar Sachen angeguckt, das ist so krank irgendwo. Und jetzt krank im Sinne von krank. Nicht in krank und gestört wie ich, sondern krank. Ich finde das heftig, weil teilweise ja, also ein Video findet man auch in meinen Favoriten auf meinem alten Kanal. Nämlich hieß es da, Onkel, I'm trapped in dem Water. Also ich bin im Wasser gefangen und Donald sagt, I don't care. I'm drowning, Onkel Dolan. Okay, bye. Alles was er hat, das ist so dumm. So wie diese Gummijet-Mission hier. Mein Sternchen. Wisst ihr, das finde ich an diesen Gummijet-Missionen halt nicht so ralle. Man kann eigentlich direkt mit dem allerersten Gummijet, den man bekommt, eigentlich das, die gesamten Gummijet-Missionen machen. Und das ohne Probleme. Nur für die, die es auch nicht mitbekommen haben, Kingdom Hearts wird sich hiernach auch noch gedulden müssen. Aber ich schätze mal, die meisten haben mein Infovideo gesehen. Deswegen, ich finde es immer schön, dass Leute die Infovideos gucken. Weil, ich meine, Let's Plays sind ja immerhin an jedermann Ansichtssache. Und, wenn ich jetzt allein nur von den Views und Kommentaren ausgehe, die ich bekomme, wo ich mich natürlich schon immer drüber freue, dann ist Kingdom Hearts... kommst direkt nach Diablo und Diablo hat kein Schwein geguckt. Auch wenn es uns nachher irgendwann, uns hat Spaß gemacht immer. Einfach rumzuluben, das war witzig.
Also es gucken wenige Kingdom Hearts. Liegt vielleicht auch daran, weil das Spiel jetzt schon ziemlich alt ist und man es irgendwo kennt. Deswegen, man soll ja gucken, was man mag. Es gibt Leute, die können sich meinetwegen auch Legend of Zelda Majora's Penis auch 30 Mal angucken und sagen sich dann auch, oh, this is the best game, this is the best Let's Play ever. So in etwa, also da soll ja jedem seine eigene Meinung sein, dass jeder gucken kann, was er will. Wir sind ja in einem freien Land letzten Endes, nicht? Und deswegen fand ich es eigentlich erstaunlich, dass es im Grunde wenig Proteste gab, dass Kingdom Hearts erstmal nicht weitergeht. Ich meine, ihr habt recht, das ist letzten Endes mein Kanal. Würde ich am letzten Endes einfach hier sagen, pff, aus betrieblichen Gründen geschlossen, pff, dann ist, ja, dann hättet ihr keine andere Wahl, außer das hinzunehmen und zu sagen, gotcha, gotcha, Onkel Dolan. Ja. Ich hab zuerst gedacht, was ist das für eine Riesenkoralle? Hallo Bastion. Hallo Bastion, wie man es auch immer ausspricht. Jetzt sind wir in einem Gebiet, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Dieses Gebiet. Donnerwetter, seht euch das an! Das ist geil, er hätte ewig rumgestanden und seinen Satz in die Länge gezogen. Ich kenne diesen Ort, tust du nicht. Die letzte Zitadelle. Das ist komisch. Frag mich, wieso mir diese Wärmespüre Krankheiten. Sodbrennen, ja. Ich hab so keinen Bock auf diese Welt. Diese Welt ist echt die schlimmste überhaupt. Weil hier, ach Hunde, weil hier gibt's einige der schwersten Bosse im Spiel. Ich finde auch, beziehungsweise jetzt mal von den ganzen Extra-Stuff abgesehen. Ach ja, so war das. Diese Wasserblasen bringen mich wieder an die Luft. Die bringen mich aber auch hierher? Was soll denn das? Wieso existieren die? Wieso existieren da zwei Blasen, die mich einfach nach unten bringen? Ich will ja eine, die mich da runterbringt. Ich bin froh, dass wir jetzt den Gleiter haben. Das macht so einiges ein bisschen leichter. Ich find's cool, geil, wie Goofy gleiten kann. So, ich kann fliegen. Und... ach, Müll. Wird's cool, für mal wieder interessante Sachen zu finden. Hui. Ich glaube, in die möchten wir rein. Ja, die bringen uns hier runter. Und da drin ist Müll. Wieso hat man mich hier runtergebracht? Ein Anti-Z-Gummi. Warum gibt man mir einen solchen Müll? Ganz ehrlich, ich mach bald gar keine Truhen mehr auf, wenn da nur so Müll drin ist. Oh, ey, Gadamba. Schakalaka, Schakalak. Bäh. So. Oh, nochmal gucken. So viel. Auf jeden Fall, ich weiß, so viel kommt im Spiel nicht mehr auf uns. Aber allein jetzt kommt gleich schon eine Stelle. Keine Hilfe von dem Herzlosen. Wie bist du dann hierher gekommen? Per Anhalter, du Assi. Ich habe einfach ganz fest daran geglaubt. Das ist alles. Als die Dunkelheit über unsere Welt kam, hat man mir Bell weggenommen. Ich habe mir geschworen, sie wiederzufinden.
Ich war mir sicher, dass ich sie finden werde. Hier bin ich. Sie muss hier sein. Ich will sie wiederhaben. Dann hol sie dir, wenn du kannst. Dickhead. Modrex. Wurde aber Zeit. Ich hab auf dich gewartet. Skedasikopf. Wir waren immer Rivalen, stimmt's? Du wolltest besser sein als ich. Und ich besser als du. Riku. Aber jetzt ist Schluss. Es kann nur einen Helden geben. Was redest du da? Jetzt wählt das Schlüsselschwert. Seinen wahren Meister. Wow, sieht's an dir schwul aus. Du bist nicht fähig, Kairi zu retten. Deine Mutter ist nicht fähig. Nur der wahre Meister kann die geheime Tür öffnen und die Welt verändern. Das ist doch nicht möglich. Was hat das zu bedeuten? Ich habe mich mit dem Schlüsselschwert bis hierher durchgekämpft. Du warst nur der Bodenjunge. Tut mir leid, du hast dein Soll erfüllt. Hier, spiel damit den Helden. Oh, der König hat uns befohlen, dem Schlüssel auf der Spur zu bleiben. Aber... Oh. Ja, hintergeht mich hier, Kackbatzen. Seht zu, dass ihr wegkommt. Ich konnte euch eh nie leiden. Fick dich, Dolan. You have cancer. Nicht bewegen. Du bist verletzt. Warum bist du hergekommen? Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich kam, um für Bell zu kämpfen. Wenn ich auch allein bin, so werde ich kämpfen. Ich gehe nicht ohne sie. Deswegen bin ich hier. Ich auch. Ich gebe auch nicht auf. Ich suche hier auch jemanden, der mir sehr wichtig ist.